Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch eine Sidestep-Karte basteln. Und zwar ist diese Karte mein Beitrag. Wir haben wieder einen Stempixie-Swap. Das heißt, alle, die mitmachen möchten von den Stempixies, können an dem Swap teilnehmen. Und zwar ist es jetzt für den Herbst-Winter-Katalog. Und ja, ich habe jetzt meine Ladung an Karten gemacht und da ist die Ladung und so sieht sie aus. Und ich zeige euch, wie ich die Karte gemacht habe, beziehungsweise basteln wir jetzt die letzte noch zusammen. Und ich wollte euch hierfür, ich mache mal die Karten hier an die Seite, beziehungsweise, ups, so. Ja, möchte ich euch einige Produkte hier vorstellen. Und zwar ist es ein neues Set aus dem Herbst-Winter-Katalog und das ist ein Produktpaket, das heißt Schöner Kranz. Und hier drin, also wir hatten voriges Jahr im Hauptkatalog schon. War das im Hauptkatalog oder war das im Herbst-Winter-Katalog? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war der Hauptkatalog. Nee, es war der Hauptkatalog, wo so tolle Kränze drin waren. Und das ist hier jetzt wieder. Und ich finde diese sogar noch schöner. Und wie gesagt, das bekommt ihr im Produktpaket. Und da sind die tollen Kränze drin. Einmal mit Tannenzweigen, einmal mit diesen tollen Blättern. Und einmal mit Sternen und dann habt ihr hier noch verschiedene Blätter, Kürbisse, Fledermäuse, Besen. Ja, dabei und auch hier, das sind für die Ilex, die kleinen roten Bärchen, die kann man sich hier ausstanzen. Und ja, ich finde dieses Set total klasse. Und ich habe mir jetzt hierfür aus der Celebration. Könnt ihr bei einem Bestellwert von 60 Euro euch dieses tolle Papier sichern? Das ist jetzt schon mein zweites Pack Papier, was ich ja verbastelt habe. Das sind die Reste noch, wo ich mir noch einige Sachen mit ausstanzen werde. Und ja, dieses Papier finde ich einfach nur grandios. Und ja, wie ihr hier sehen könnt, das hat nicht so ein Glitzer drauf gesprenkelt, sondern das ist wirklich wie so eine Wabenstruktur. Also, das ist einfach nur schön. Okay. Genug gesabbelt. Wie gesagt, ich habe dieses Produktpaket hergenommen und habe noch ein Stempelset. Gorgeous Leaves heißt es. Also ihr findet alle Produkte im Herbst-Winter-Katalog bzw. in der Celebration. Und hierfür werde ich jetzt diesen Hintergrundstempel verwenden und diese Blätter hier. Und dann habe ich aus der Celebration dieses Set hier genommen. Das ist ein Gastgeberinnen-Set. Das bekommt ihr bei einem Partyumsatz beziehungsweise auch wenn ihr eine Einzelbestellung habt von 375 Euro, bekommt ihr das gratis dazu. Das ist jetzt momentan während der Celebration. Und da habe ich jetzt den Spruch hergenommen: Sei frech, wild und wunderbar. Und ja, wir legen jetzt mal los. Die Prägeform noch kurz, die zeige ich euch noch, weil das habe ich mir schon vorher geprägt. Und zwar ist es die 3D-Vintage-Druckschrift. Die ist auch im Herbst-Winter-Katalog drin. Und ja, verwendet habe ich Grundweiß. Das Designerpapier ist auch aus der Celebration. Das heißt Weihnachtliche Prinz. Und das bekommt ihr auch ab einem Bestellwert von 60 Euro geschenkt. Also pro 60 Euro könnt ihr euch immer ein Set aussuchen. Und da habe ich das hier hergenommen, weil das so super toll zum Savanne, also das ist ja Savanne mit drin, passt. Und die Grundkarte habe ich auch in Savanne gehalten. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, alles gesagt, was ich habe, beziehungsweise ihr findet auch alle Produkte wie immer unten in der Infobox, genauso wie die Zentimeter- und Inchmaße. Ich werde wieder in Inch arbeiten.
Wir kennen das ja von mir schon. Also es ist selten, dass ich einen Zentimeter arbeite. Meistens in Inch, aber ich mache euch die Zentimetermaße natürlich unten rein. So, jetzt brauche ich mein Falzbrett. Und zwar lege ich mir das Ganze hier an. Meine andere Karte mache ich jetzt hier auch an die Seite. So. Und zwar braucht ihr jetzt ein Stück Farbkarton in Savanne. Ich habe mir die Grundkarte schon zurechtgeschnitten. Wie gesagt, die Maße findet ihr unten in der Infobox. Und das Ganze falzt ihr jetzt an der langen Seite einmal bei einem halben Inch, ein Dreiviertel Inch, drei Dreiviertel Inch und 5 Inch. Und dann braucht ihr das zweite Stück noch. Das falzen wir jetzt auch gleich. Das legt ihr jetzt auch an der langen Seite an. Und das wird bei einem halben Inch gefalzt. Und ein Dreiviertel Inch. So, das war's schon mit dem Falzen. Dann lege ich mir das Ganze hier rüber und gehe jetzt mit dem Falzbein hier einmal drüber. Und dann nehme ich mir gleich mein Abreißklebeband her und mache mir das Ganze hier schon mal drauf. So, und das zweite falze ich auch gleich schon. Und dann kann ich mir auch hier mein Abreißklebeband gleich drauf machen. So. Und jetzt nehme ich mir meine Klebeschere her und schneide mir jetzt hier zwei kleine Ecken ab. So. Und das Ganze, jetzt brauche ich noch meinen Picker. Dann nehme ich mir die Trägerfolie hier ab und klebe mir das Ganze jetzt, also an der, ihr habt jetzt praktisch hier die Klebelasche und dann habt ihr hier, die erste Falzlinie und die zweite Falzlinie. Und die zweite Falzlinie, die klappe ich mir jetzt hier einfach so um. Und dann liegt das eigentlich schon passgenau aufeinander. Und klebe mir das Ganze hier fest. Und dann habt ihr jetzt hier die Grundform. Dann nehme ich mein Designerpapier und meine Aufleger hier, die habe ich jetzt noch nicht aufeinander geklebt. Das mache ich jetzt aber fix mit meinem Tombow. So, also ihr braucht jetzt hier eins für vorne. Ihr könnt das natürlich gestalten, wie ihr das wollt. Ich habe hier vorne und innen eins reingemacht. Und hier an der Seite eins. So, und das klebe ich mir jetzt hier fix aufeinander. Ich nehme jetzt gerade meine Silikonmatte hier, dass ich mir hier unten drunter nicht alles mit Kleber verschmiere, falls ich verrutschen sollte. So, einmal.
zweimal das Seitenteil noch. Ihr könnt jetzt, ich habe, das werdet ihr jetzt gleich sehen, wenn ihr Papier sparen wollt, könnt ihr euch ja später ausmessen, dass ihr das nicht komplett hier zuklebt. Ich mache das so, das geht jetzt für mich einfacher und schneller. Dann habe ich nicht 25 Maße, die ich ausmessen muss. Wie gesagt, das bleibt euch überlassen. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Jetzt mache ich mir meinen Kleber zu. Ich brauche ihn ja noch. Und das Ganze klebe ich mir jetzt hier auf. Ich falte mir das jetzt hier einmal runter oder einmal nach hinten und dann setze ich mir das hier auf und das schmalere Teil auch. So, und das Teil kommt jetzt noch hier innen rein. Also hier in die Innenseite, damit ich mir meine Klebelasche hier matten kann. Wortfindungsstörung mal wieder. Das liegt dann an den Temperaturen draußen. Heute ist es richtig schön warm. So, und dann lege ich mir das jetzt hier einfach so rein. Und das Gute am Tombow ist, dass man da noch ein wenig ruckeln kann. Und dann gehe ich gerade mit dem Falzbein drüber. Und dann kann das Ganze jetzt anziehen. Und dann klebe ich mir das Teil jetzt hier drauf. Also das kommt dann jetzt hier drauf. Und dafür mache ich mir jetzt hier mein Papier hier runter vom Klebestreifen und lege mir jetzt praktisch, ich komme mal mit meinem Papier hier hoch, lege mir jetzt meine Karte hier hin. Und das Teil ist 2 Inch breit. Das heißt, ich lege mir das Ganze jetzt, also so seht ihr, das sind 2 Inch. Und dann lege ich mir das Ganze jetzt hier unten bei 4 Inch an. Nehme mir meinen Tombow her und gehe jetzt hier an der 2 Inch Markierung hier einfach nach hinten und mache mir hier meinen Kleber drauf. Hier an der Seite auch und hier unten. So. Und dann kann ich mir das Ganze hier anlegen. Komme ich mal ein wenig nach oben, beziehungsweise drehe ich mir das Ganze mal kurz, weil von hier oben sehe ich es dann noch besser, dass das bündig hier unten anliegt. So, und dann drehe ich mir das Ganze um und klebe mir hier meinen Klebestreifen hier. So. Gehe ich gerade mit meinem Falzbein hier noch ein wenig drüber.
So, dann habe ich mir hier mein Papier schon geprägt. Und das Ganze kommt hier vorne drauf. So, und dann habe ich hier noch ein kleines Seitenteil. Das klebe ich mir auch schon mal auf. Wie gesagt, die Maße findet ihr alle unten, die ich jetzt verwendet habe. Ihr könnt euch das Ganze natürlich anpassen, wie ihr das möchtet. So, und dann darf das jetzt noch ein wenig anziehen. Habe ich hier noch. Ich komme jetzt noch mal ein wenig nach unten. Habe ich jetzt hier noch mein Papier zum Bestempeln? Das mache ich jetzt mit euch zusammen. Und zwar brauche ich jetzt noch mein. Ich habe hier noch ein Schmierpapier. Das Ganze lege ich mir jetzt hier auf. Und ich werde jetzt. Ich habe jetzt für alle Sachen, ich habe hier eins noch übrig gehabt, das wollte ich eigentlich mit euch zusammen noch stempeln, aber ich habe mir eins zu viel gestempelt. Und ja, das Ganze ist jetzt in Espresso gestempelt, der Spruch. Und ich habe mir hier eine Tackernadel reingemacht. Das ist einfach aus einem Reststück Grundweiß, den ich hier noch hatte. Und werde jetzt das Ganze in Savanne und in Wildleder stempeln. Und zwar mache ich mir jetzt meine Stempelfarben hier auf. Und hier habe ich die Blätter und habe den Kleckse-Stempel. Und das Ganze stempel ich mir jetzt hier einmal auf und stempel mir noch einmal ab. So. Und dann nehme ich meine Blätter und die stempel ich jetzt auch hier kreuz und quer hier auf. So. Und das Ganze klebe ich mir jetzt hier rein. So, und dann habe ich jetzt hier von meinem Glitzerpapier noch ein Stück und das habe ich genauso groß wie die Karte geschnitten und 1 Inch breit, also 2,5 cm, und das Ganze klebe ich mir jetzt hier auf die Seite. Das lege ich mir jetzt hier an. Und dann nehme ich mir das einfach so in die Hand und drücke mir das so weit, wie es geht, hier an die Seite. So. Und jetzt gucke ich, aber ich habe keinen Überstand hier. Das hätte man dann können mit der Schere wegschneiden, aber das passt. So,
Jetzt brauche ich ein paar Glue Dots. Und dann habe ich mir jetzt hier in Grundweiß und in dem Glitzerpapier die Grenze ausgestanzt. Und hier habe ich noch ein kleines Mühe drin. Und das Ganze lege ich mir jetzt hier übereinander. Und ich finde die Hammer. Ich finde die so schön. Ich muss jetzt mal gucken, wie mir das jetzt gefällt. Da drehe ich und ein wenig, wie mir das am besten gefällt. Ja, so. Und dann nehme ich jetzt meine Glue Dots her. Ich lege mir das Ganze jetzt mal kurz hier auf. Nehme meine Glue Dots her. Nehme mir jetzt hier einen runter. Und schaue, wo ich mir das jetzt hier dran mache. Das braucht auch nicht viel. Also 2, 3, je nachdem. Und das Gute an den Glue Dots ist, wenn ihr jetzt hier einen kleinen Überstand habt, könnt ihr euch das einfach nach hinten ziehen. Dann setze ich mir den jetzt hier schon mal auf und fixiere mir den hier schon mal. Und dann nehme ich mir einfach noch ein paar Glue Dots und setze mir die jetzt hier unten drunter. Und den mache ich hier noch drunter und das war es dann auch schon. Mehr brauchst nicht. So. Und dann habe ich hier noch einige von meinen Blättern, die ich ausgestanzt habe. Und die klebe ich mir jetzt hier auch mit Glue Dots hier an. Einmal hier. So, und dann nehme ich noch 2 oder 3, je nachdem. Muss ich mal gucken. Das mache ich immer so ein bisschen, wie mir das am besten gefällt. Ups. Macht sich selbstständig und hier unten setze ich auch noch eins rein. Das sieht man zwar jetzt nicht so, aber wenn man dann ja genau hinguckt und dann, wenn man es stehen hat und ja, sind ja genügend da. So, und dann habe ich jetzt noch den Spruch hier gestempelt und das Ganze werde ich jetzt noch eine kleine Verzierung hinten dran machen. Und zwar habe ich jetzt hier unser Wildleder Optikband. Das ist jetzt in Espresso. Da schneide ich mir jetzt hier auch ein Stück mit meiner
Bänderschere ab, so ein kleines. Und schaut mal, ich finde es total schön. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Kamera das richtig einfangen kann. Das ist richtig toll. Das hat eine richtig schöne Haptik. Dann nehme ich jetzt auch ein Kludert her. Setze mir den hier drauf. Und mache mir hier so eine kleine Schlaufe. Und nehme mir noch einen auf und klebe mir das Ganze hier dran. Ihr könnt das Ganze aber auch dran tackern, wenn ihr das vorher macht. So, und dann brauche ich jetzt noch ein Dimensional. Es wäre noch ganz gut gewesen, wenn man das vorher übers Falzband drüber zieht, dass es ein wenig Dimension hat. Das macht ihr bitte vorher. Ihr könnt das auch im Nachhinein machen, aber vorher geht es definitiv einfacher. So. Und dann setze ich mein Dimensional hier hinten an. So. Und setze mir das Ganze hier drauf. So, und fertig ist die Sidestep-Karte. Ich hoffe, sie gefällt euch und macht euch Lust aufs Nachbasteln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bis bald wieder. Tschüss!